be real. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu Let's Be Real. Heute haben wir einen ganz besonderen und wichtigen Gast in Frankfurt, und zwar Herr Ulrich Kasper, Präsident der IHK Frankfurt. Herzlich willkommen, Herr Kasper, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dann können wir anfangen mit unserer ersten Frage. Bitte sehr. Was bedeutet es für Sie, Präsident der IHK Frankfurt zu sein? Vor allem Verantwortung übernommen zu haben, Verantwortung für die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der IHK, für die ehrenamtlich Tätigen, für unsere fast 110.000 Mitgliedsunternehmen und damit dann auch die Interessen der gewerblichen Wirtschaft gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten. Was wissen die Leute nicht über Sie? Ich glaube, das, was Sie, ich bin seit 41 Jahren mittlerweile Unternehmer, über die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland nicht wissen, dass sie nämlich keinen 40-Stunden-Job machen, sondern dass viele von morgens bis abends arbeiten und auch am Wochenende arbeiten. Und ohne aktive Unternehmerschaft wäre unsere Volkswirtschaft nicht so erfolgreich, wie sie ist. Super. Was wollten Sie in Frankfurt schon lange ändern oder tun? Ich würde mir wünschen, dass in Frankfurt die Rahmenbedingungen für die Menschen, die zu uns kommen wollen, besser werden. Das heißt, dass sie beziehbaren Wohnraum finden, dass die Menschen nicht im Stau stehen, dass die Menschen nicht in überfüllten U-Bahnen und S-Bahnen stehen. Also dringend wäre es erforderlich, dass die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut wird, dass mehr Wohnraum geschaffen wird, weil das der Schlüssel dafür ist, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass die Unternehmen zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen. Und das ist eines der größten Engpässe, die wir jetzt haben und die sich leider in den nächsten Jahren noch verschärfen werden. Also es bleibt sehr viel zu tun hier in unserer Region, damit wir weiter wirtschaftsstark bleiben. Momentan haben wir sehr viele wirtschaftliche und energiepolitische Probleme. Wir haben noch Pandemie, die uns noch lange begleiten wird. In welchen Bereichen wollen Sie sich am meisten konzentrieren? Wir alle haben uns die Krisen nicht ausgesucht, aber sie sind da und wir müssen versuchen, möglichst professionell damit umzugehen, um sie zu meistern. Das kommt im Einzelfall immer darauf an, welche Krise wir meinen. Wir haben jetzt Corona erlebt und stecken immer noch in diesem Thema drin. Wenn man sich internationalen Vergleich anschaut, glaube ich, dass wir in Deutschland die Dinge relativ gut bewältigt haben. Aber es ist natürlich eine Einschränkung gewesen, zumeist, und jede Krise bringt eben auch ihr Positives, muss man aber auch sehen, dass es einen Digitalisierungsschub gegeben hat durch Corona, dass es mehr Flexibilität in der Arbeitswelt gegeben hat, also durchaus auch positive Effekte. Das gilt übrigens für Krisen immer. Man muss sehen, wo sind die Chancen. Und damit komme ich zur nächsten von Ihnen angesprochenen Krise, die sich aus dem russischen Angriff auf die Ukraine ergeben hat, die hohen Energiepreise. Auch hier gilt, dass wir schauen müssen, dass wir im eigenen Land wieder eigene Energieerzeugung aufbauen und nicht nur abbauen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Oder denken Sie an das Thema gestörte Lieferketten, die wir jetzt haben. Das ist doch ein Grund mehr, darüber nachzudenken, dass wir nicht nur sagen sollten, wir wollen regionale Lebensmittel. Warum wollen wir nicht auch die Möglichkeit schaffen, dass wir auch regional oder zumindest national oder europäisch die Konsumgüter herstellen, die wir hier auch haben wollen? Und damit bin ich auch wieder bei dem Thema vom Anfang unseres Gesprächs heute. Das ist nur möglich, wenn man mehr Bauland ausweist, zum Beispiel für Gewerbe und Industrie, auch in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Aber das zu erkennen und aus diesen Krisen die Chancen zu machen und zu sehen, das ist interessant und das gibt dieser Region dann auch Zukunft, wenn man es
engagiert angeht. Und ich versuche als Präsident da einen Beitrag für zu leisten, um den Blick der Öffentlichkeit auf diese Themen etwas zu lenken. Sehr schön, Sie haben sehr vieles vor. Was bringen Sie mit, was wirklich den Unterschied ausmacht? Na, ich weiß nicht, ob ich das über mich selbst so sagen kann. Ich kann nur sehen, dass ich das Glück habe, dass ich im Laufe meines Lebens schon in sehr unterschiedlichen Dingen Erfahrungen sammeln konnte. Dass ich, wie gesagt, seit 41 Jahren selbst Unternehmer bin, dass ich aber auch in einer Zeit mal in einem Konzern als Manager gearbeitet habe, dass ich Erfahrungen mit der Kommunalpolitik habe, weil ich mehrere Jahre ehrenamtlich im Magistrat der Stadt Frankfurt tätig war, dass ich 16 Jahre etwa im Hessischen Landtag tätig war, sodass ich die Wirtschaft kenne und ich kenne die Politik. Und die IHK ist sicherlich eine der Schnittstellen, an der diese beiden Themen eine große Rolle spielen. Und ich glaube, dass ich vieles für diese Aufgabe deswegen mitgebracht habe. Sie hatten vorhin über den Ukraine-Krieg gesprochen, wegen der Energiepolitik. Wie beeinflusst wirklich Ukraine-Krieg wirtschaftliche Klima in Deutschland? Was meinen Sie? Ja, es sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das eine ist die Störung der Lieferketten. Das heißt, wir haben sehr viel positive weltweite Entwicklung gehabt durch globalisierte Wirtschaft, dass nicht auf jedem Kontinent, in jedem Land alles gemacht wurde. Dadurch wurden durchaus positive Effekte gehoben. Aber wir sehen eben, das geht zulasten der Versorgungssicherheit. Und deswegen wird es jetzt ein Umdenken geben, wieder mehr Produktion zum Beispiel in Europa zu ermöglichen, auch bei der Frage der Energie zu überlegen, dass neben den Energiepreisen auch die Energiesicherheit eine große Rolle spielt. Das sind natürlich Konsequenzen, die auch aus dem Ukraine-Krieg kommen. Ein weiteres ist, dass wir uns leisten konnten, über viele Jahre wenig ausgeben zu müssen für unsere Verteidigung und dadurch für andere Dinge Mittel zur Verfügung standen. Auch das hat ja die Regierung angekündigt, wird sich in Zukunft ändern müssen. Dieses Geld wird natürlich dann wieder an anderen Stellen fehlen. Auch das wird eine der Konsequenzen sein. Aber ohne Sicherheit keine Freiheit und insoweit sind das Rahmenbedingungen, die natürlich auf die Wirtschaft auch erhebliche Auswirkungen hat und die wir dann in Zukunft so sehen werden. Und letzte Frage, wer ist Ulrich Kaspar? Auch das weiß ich nicht, ob ich das selbst gut beantworten kann. Aber neben dem, was ich beruflich mache, was ich in meinem Ehrenamt mache, was ich versuche gegenüber der Gesellschaft in unterschiedlichen Funktionen auch wieder zurückgeben will, freue ich mich, dass ich 4 Kinder habe, dass ich mittlerweile 2 Enkel habe. Und für mich bedeutet das eben auch wenn ich selbst jetzt mit 66 Jahren zu der älteren Generation gehöre, dass wenn man eigene Kinder hat, wenn man Enkel hat, dann sieht man seine Aufgabe gerade darin, sich um die Zukunft der Menschen und dieser Region zu kümmern. Und dann ist das nochmal eine zusätzliche Motivation, noch mehr gerade für junge Menschen in dieser Region zu tun. Super, lieber Herr Kaspar, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie für mich heute genommen haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, das hat Ihnen Spaß gemacht und ich hoffe sehr, dass Sie nochmal beim nächsten Mal dabei sind. Auf Wiederhören. Ja.